Andreas, du bist Herausgeber des Branchenmagazins Gründerjournal. Das Gründerjournal kommentiert und beleuchtet seit mehr als 10 Jahren das Gründergeschehen in Deutschland. Das war bestimmt auch Thema bei deinem Treffen mit dem Bundeswirtschaftsminister. Du hast den Wirtschaftsminister in Magdeburg getroffen und unter anderem mit ihm über die Situation im Gründerland Deutschland gesprochen. Ich würde gerne wissen, warum habt ihr in eurem Artikel ein Fragezeichen hinter die Headline gesetzt? Ja, wenn ich so früh morgens hier noch etwas verträumt und verschlafen am Ufer des Chaophrayariver in Bangkok stehe, mit Blick auf so eine wunderschöne Tempelanlage, dann könnte man ja einen etwas verklärten Blick, einen etwas meditativen Blick auf Deutschland bekommen, so etwa 11 Stunden von Deutschland entfernt. So nach dem Motto, Deutschland Gründerland. Aber wir wollen alle Gründerland sein, sind es aber leider nicht. Mit einer selbstständigen Quote von etwa nur 9% unserer Bevölkerung, bei uns ist man traditionell Angestellter oder Beamter, sind wir in Europa eher das Schlusslicht als der fortschrittliche Spitzenreiter. Ich erinnere mich mal zurück an Gespräche mit Roland Koch in der Staatskanzlei in Hessen, als er noch Ministerpräsident war. Wir titelten beim Gründerjournal Gründerland Hessen oder jetzt auch mit dem Bundeswirtschaftsminister das letzte Gespräch. Da geht es immer darum, Deutschland Gründerland. Wir sind es leider nicht. Das Gründen ist der deutschen Sache nicht. Was meinst du damit, wenn du sagst, dass es keine Lobby für Gründer in Deutschland gibt? Ja, also momentan verhält sich unsere Politik destruktiv. Ich meine hier insbesondere die sehr geehrte, geschätzte Frau Bundesministerin von der Leyen. Denn es hatte bei uns in Deutschland eine lange Tradition, den Arbeitslosen in die Selbstständigkeit hereinzuführen mit einem, ob das nun Gründerzuschuss hieß oder ich gehe mal ganz lang zurück, da war der Helmut Kohl noch Bundeskanzler, oder Schröders Ich-AG. Es war also immer so, dass der Arbeitslose, der den Mut hatte, sich selbstständig zu machen, einen Gründerzuschuss, eine Art Gründerzuschuss erhielt, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Warum soll man Arbeitslosengeld zahlen, wenn man stattdessen was Sinnvolleres machen kann, nämlich einen Gründerzuschuss für den Schritt in die Selbstständigkeit auszuzahlen? Und diesen Rechtsanspruch gibt es seit Anfang des Jahres bei uns leider nicht mehr und das hat auch seinen Grund. Es muss wohl Anfang 2011 gewesen sein oder auch ein wenig früher. Da gab es eine Kabinettssitzung und der Bundesfinanzminister Schäuble hat dazu aufgerufen, sparsam zu sein. Griechenland lässt grüßen, irgendwie müssen die Rettungsschirme ja finanziert werden. Sparsam zu sein, und da haben wohl die meisten Bundesminister weggehört, aber eine Bundesministerin, die Frau von der Leyen, die hat ganz genau hingehört und daraufhin die brutalstmögliche Einsparung durchgesetzt, gegen alle Proteste durchgezogen. Und zwar wurde der Gründerzuschuss seit Anfang des Jahres zu etwa 70% eingespart. Tatsächlich ist es so, dass etwa 80% aller Menschen, die in den vergangenen Jahren noch aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit gestartet sind, heute gar keinen Antrag auf Gründerzuschuss mehr stellen. So stark wirkt diese Einsparung. Ja, wir kannten es doch im Grunde schon gar nicht mehr anders. Wenn der Arbeitslose unten ins Arbeitsamt reinkam, dann haben wir die großen Plakate da hängen gehabt, werd dein eigener Chef, mach dich selbstständig. Die Arbeitsämter waren ja auch die größten Gründerförderer. Man hatte ja schon fast den Eindruck, es ging mehr darum, die Leute in die Selbstständigkeit rein zu motivieren, als dass man ihnen Job vermittelte. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt kriegt man den Gründerzuschuss fast nicht mehr. Die Antragsteller, die Gründer, werden in den Amtsstuben ausgebremst. Man stellt sich mal vor, man würde heute das Arbeitslosengeld um 70% von heute auf morgen zur Kannleistung erklären und kürzen, was da in unserem Land los wäre. Also ich meine, so kann man das nicht stehen lassen. Hier muss es zu einer Änderung kommen. Wir haben fast die schlechteste Selbstständigenquote in Europa und unsere Politik tut auf Friede, Freude, Eierkuchen. Wir können unmöglich auf diese 120.000 bis 140.000 Gründer aus der Arbeitslosigkeit,
die es ja im Schnitt pro Jahr waren, ein Drittel der Gründer in Deutschland, dauerhaft verzichten. Hieran muss sich etwas ändern, aber das Problem ist im Kern, der Gründer hat in Berlin keine Lobby. Der Gründer ist momentan auf dem absteigenden Ast. Und ich muss mich lange zurückerinnern an die Zeit von Helmut Kohl. Kultur der Selbstständigkeit war damals das Thema, auch beim Kanzler Schröder mit der Ich AG. Das war auch ein Zeichen. Es scheint der Bundeskanzlerin zurzeit kein Herzensanliegen zu sein, den Jungunternehmer in unserem Land zu unterstützen. Was meinst du damit, wenn du sagst, dass es keine Lobby für Gründer in Deutschland gibt? Ja, ist eigentlich ganz einfach. In Berlin fehlt der Lobbyist für Gründer. Der Gründer spielt für die politische Führung momentan keine große Rolle mehr. Der Gründer ist nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe ja neulich den Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler gesprochen. Wir haben von ihm ein Interview für unser Gründerjournal bekommen. Und da habe ich mit ihm gesprochen und ihn natürlich auch zur Situation Gründerzuschuss befragt. Aber der Minister übt sich in asiatischer Zurückhaltung und empfindet es nach 3 Monaten der Streichung noch für zu früh, um eine Bewertung abzugeben. Dabei sind die Zahlen doch ganz offensichtlich. Im letzten Monat haben ja nur noch etwa 1300 Menschen diesen Gründerzuschuss bekommen. Früher waren das monatlich 10-mal so viel. Das ist ja keine Streichung von 70%. Das ist ja in der Praxis sogar eine Streichung von fast 90%. Man kann hier sicher Philipp Rösler nicht persönlich irgendeinen Vorwurf machen, denn er war ja nicht, auch wieder in Anführungszeichen gesetzt, der Schuldige an dieser Misere. Es war ja nicht seine Idee, gerade am Gründer einzusparen. Aber bei näherer Betrachtung werden die Gründer natürlich auch von ihm so etwas enttäuscht sein, haben sich vielleicht von ihrem Wirtschaftsminister mehr erwartet in einer solchen Krisensituation. Denn dass die Frau Bundesministerin hier nochmal zurückrudert, damit rechnen wir alle ja nicht wirklich. Frau von der Leyen hat dem deutschen Gründer wirklich, und zwar nachhaltig, keinen Dienst erwiesen. Was sollen die Gründer denn machen? Was rätst du ihnen in der scheinbar ausweglosen Situation? Naja, also diese Situation, in der wir uns da gerade befinden, die hat ja schon ein bisschen was Perverses. Denn durch diese immense Einsparung, ich sag's ja eben, von etwa rund 90% des Budgets, was gar nicht mehr ausgegeben wird, haben die Arbeitsämter, die Arbeitsagenturen zurzeit natürlich die Kassen voll. Also es ist ja nicht so, dass kein Geld für den Gründerzuschuss da wäre, sondern es ist reichlich Geld da. Und deswegen empfehle ich den Gründern unbedingt, den Antrag auf Gründerzuschuss zu stellen. Man sollte auf jeden Fall das Gespräch im Arbeitsamt mit dem Vermittler suchen. Und da muss man mittlerweile richtig tough sein, um sich da durchzusetzen. Denn da gibt es Arbeitsamtsbeamte, das habe ich mir von den Gründern schildern lassen, die sagen, oh, das tut uns leid, Sie wollen einen Gründerzuschuss beantragen, es sind uns leider die passenden Formulare ausgegangen. Ist ja auch ganz geistreich, ja, um eine Antragstellung zu vermeiden. Oder ohne dass da mal ein Blick auf das Konzept in dem Gespräch geworfen wird, wird also wirklich Land auf Land abgesagt. Naja, also mit dieser Geschäftsidee werden Sie bei unserem Amt vermutlich keine Förderung bekommen. Das kann ich Ihnen jetzt schon mal ankündigen. Auf diesem Niveau spielen sich die Gespräche ab und da muss ich als Gründer natürlich stoisch darauf bestehen, dass ich diesen Antrag bekomme. Ich muss es 5-mal wiederholen, dass ich mich selbstständig machen möchte und dass ich mich selbstständig machen werde. Und dann muss es zur Antragstellung kommen. Denn ich habe das Gefühl, dass es den Leuten im Arbeitsamt momentan nur darum geht, die eigentliche Antragstellung zu vermeiden. Denn ist der Antrag erstmal gestellt, müssten sie den ja sachlich begründet ablehnen. Und da begeben die sich nämlich auf dünnes Eis. Denn die Beamten im Arbeitsamt sind ja in aller Regel nicht dazu ausgebildet, betriebswirtschaftlich
einen Businessplan zu prüfen, die betriebswirtschaftlichen Prognosen zu analysieren und dergleichen. Also da fehlt es ja an fachlichem Know-how. Und wenn ich jetzt als Beamter so einen Antrag ablehne, das kann ja sogar karriereschädlich sein, wenn es zu viele Widersprüche gibt, ja, von den Gründern, die sich dann beschweren, dass der Antrag abgelehnt wurde. Also ich kann wirklich nur empfehlen, den Antrag zu stellen. Wir sind auch gerne bereit, diese Anträge fachlich fundiert zu unterstützen. Man reicht also heute am besten einen betriebswirtschaftlich sehr hochwertigen, sehr qualifizierten Businessplan ein. Da wird es nämlich immer schwieriger, dieses Geschäftsmodell aufgrund dieses Businessplans nachher vom Amt abzulehnen. Also sehr viel Zeit investieren, einen hochwertigen Businessplan schreiben, und dabei unterstützen wir auch gerne die Gründer. Man kann also auf jeden Fall mit uns unter www.ingründung.de Kontakt aufnehmen, mal ganz kurz das Geschäftsmodell einsteuern, und wir sind dann dabei behilflich, den Antrag beim Amt durchzusetzen, bis der Gründerzuschuss eben in aller Regel noch bewilligt werden sollte. Gibt es denn unter den ganzen Politikern in Berlin keinen, der sich für Gründer einsetzt, sie fördert und sich für sie richtig stark macht? Ich sehe keinen, aber auf der anderen Seite gebe ich auch die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann in der Zukunft mal wieder jemand politisch in Berlin den Existenzgründer oder auch den Unternehmer unterstützt. Sogar in der Union könnte sich mal wieder jemand finden. Aber Rainer Brüderle, der ist ja auch noch da. Das ist ja schon mal zumindest ein Hoffnungsschimmer. Gibt es denn sonst noch jemanden bei euch, der Gründer unterstützt? Ach ja, Boris Becker, der tut ja auch was für Gründer. Ich habe ihn nämlich vor kurzem in Berlin getroffen zu einem Gespräch, und da hat er mir verraten, wie er Existenzgründer unterstützt, allerdings so etwas mehr im sportlichen Bereich. Das kann dann, wenn das interessiert, im nächsten Gründerjournal nachgelesen werden, was bei uns auch unter www.gründerjournal.de kostenlos abonniert werden kann.